Und somit ein herzliches Willkommen hier zurück zu Far Cry 6, liebe Leute. Wir haben in der letzten Folge ja den Mikkei getötet und somit die zweite Insel quasi abgeschlossen. Wir machen jetzt mit der Hauptstory weiter und zwar finde Maximas Matanzas und der muss irgendwo hier sein. Sieht aus, als wäre seit 100 Jahren niemand mehr hier gewesen. Hey! Maximas Matanzas! Talia! Na, anscheinend keiner da. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Ein Hinweis. Ach ja, gibt's einen Hinweis? Ach, ich weiß es nicht. Ja, das ist einer der letzten Gebiete. Nicht so verlassen. Sie wollten, dass andere ihnen folgen. Okay. Clara, Maximas Matanzas war definitiv beim Fort. Da sind Spuren einer Schießerei und überall liegt Zeug herum. Das klingt nach ihnen. Kannst du ihre Spur aufnehmen? Ja, das dürfte nicht schwer sein. Genau das macht mir Angst. Beeil dich, Danny. Okay, dann müssen wir wohl... Ja. Die Spur hier ein bisschen aufnehmen. Bin gespannt, wie die Story dann hier anfängt. Und es ist auch das letzte Gebiet bereits, ne? Also danach kommt nicht mehr viel. Das muss irgendwo hier sein, ne? Ah. Ich hoffe, diese Musik. Das muss Maximas Matanzas sein. Okay, ich muss die Soldaten betreiben, bevor ich die Clara, Band befreien ich kann. Ich habe Maximas Matanzas Versteck gefunden. Aber Castillos Soldaten waren vor mir da. Anscheinend wollen sie etwas Spaß haben, bevor sie Verstärkungen fordern. Ach so. Du weißt, was zu tun ist, Danny. Was auch immer nötig ist. Na klar, das können wir doch am besten, Leute. Ich würde sagen... Bäm! Einfach rein da! Wir müssen die Jungs hier befreien, komm! Aus dem Weg, Mann! So, jetzt räumen wir hier ein bisschen auf, liebe Leute. Was ist denn hier los, hier in der Far Cry Standalone? Was soll der Scheiß? Leg die Pinne an! Ja, mach ich doch gerade, hallo? Siehst du nicht, wie ich gerade beschäftigt bin? Soll ich die nicht erst befreien, bevor ich jetzt die anderen kille? Was ist, wenn ich sterbe? Ja. Okay, alle dead. Das war der letzte. Gut, dann können wir jetzt die alle befreien, oder wie? Gut, okay. Ich komm ja schon. Hey, es geht. Na los, die Arschlöcher haben mich im Schlaf erweckt. Da oben hängt noch eine. Oh Gott. Ich glaube, die müssen wir als erstes hier runterholen. Okay. Oh, scheiße. Die Arme. Schneidest du mich runter oder was, Karako? Binge! Du musst Talia sein. Schnauze! Was hat die denn? Hey, meinst du, ich kann das behalten? Nein? Ja? Hey, Mann! Du hast gerade Maximas Matanzas gerettet. Die abgefahrenste Truppe von ganz Yara. Ich hätte es ja selbst erledigt, aber ich konnte nicht aufhören zu heulen. Geh mir aus dem Weg. Ich bin Bicho, Mann. Ich bin aus Mexiko. Lass mich verdammt nochmal hier raus. Ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Wenn ich dich rauslasse, wirst du dich benehmen? Mi amor. Fick dich, Talia. Oh. Du wolltest dich doch verstecken wie eine feige Pussy, Mann! Willst du sterben, bevor wir in Amerika sind? Oh, starker Mann, Paolo! Also ein echter Mann kümmert sich um seine Frau, indem er sie in einem stinkenden Sumpf versteckt? Perfekte Puta! Scheiße! Das ist das Vorspiel. What? Was ist das denn? Okay. Habt ihr von Libertad gehört? Clara Garcia schickt mich. Maximas Matanzas. Wir waren Libertad vor Libertad. Was denkst du, wer Clara zu ihrer ersten Demo schleppte, als sie noch in der Scheißbibliothek wohnen wollte? Das ist mir egal. Clara weiß, dass ihre Scheißreden keinen dazu bringen, sich Libertad anzuschließen. Sie braucht ihre Stimme. Keine Sorge, sie hat nur Scheiße im Kopf, genau wie du. Willkommen im Camp Maximas. Das sind Tiere. Ey, nur Verrückte hier. Wo landen wir hier immer? In welchen komischen Gebieten? Hey, die Soldados sind weg. Kommt raus. Okay. Gut, eins ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Triff Maximas Matanzas. Das ist also das Lager hier, oder was? Okay, wir haben natürlich neue Einsätze jetzt. Und müssen natürlich hier die ganzen Hauptstory-Quests durchgehen, Leute. Du hast nur Scheiße im Kopf. Hier sind viel mehr Leute, als ich dachte. Sind das auch Musiker? Talia sammelt Träume ein, die dumm genug sind, sich mit Antons Kulturministerium anzulegen. Ich sorge nur dafür, dass sie sich nicht das Gesicht wegschießen. Ich dachte, ich wäre der einzige Aufsteiger. Papa war Ausbilder.
Fünfte Generation Armee, dann kam ich. Was ist passiert? Entlassen. Nachdem ich mich von seiner Lieblingstochter in einen Freak verwandelt hatte. Seine Worte. Scheiße. So ist Trans beim Militär, Kompai. Ich hatte Glück. Talia hat mich beim Clown erwischt. Anstatt mich zu verpfeifen, hat sie mir eine gescheuert. Libertad kann euch allen hier helfen. Libertad? Nach Castillos Wahl kämpften wir mit Clara. Was hat's gebracht? Clara haut ab und spielt Guerriera. Talia wird in Marquesas beschissene Akademie verfrachtet und ich verschulde mich, um sie da rauszukriegen. Bei wem? Bembe, ein Schwarzmarktschmuggler. Wenn er ausgezahlt ist, verschwinden Talia und ich von dieser Insel. Kann ich dir bei den Schulden helfen? Ich nehme keine Almosen. Okay. Wieso bist du ausgetreten? Hab meinem Ausbilder vor dem Kehlkopf gehauen. Ich bin ein Morgenmuffel. Sekunde. Bembe ist da in der Kirche. Okay, cool. Erster Auftrag hier auf der neuen Insel. Wahrscheinlich Insel, oder? Schulden begleichen Einsatz. Okay, wir sind da. Muss mich jetzt mit diesem Bembe treffen. Das sollte in der Kirche sein. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Waffe rein darf. Aber wir gehen hier mal rein, ha? Huh? Oh, was ist denn das jetzt? Ist Bembe ein Priester? Was ist er? Nee, glaub nicht. Yeah. Da sind wir. Ich erkenne Sünder, wenn ich ihn sehe. Wer ist denn das? Ach, das ist Bembe. Willst du mich nicht mal begrüßen, du Arschloch? Wenn du mich verarschen willst, Danny, verkaufe ich deine Organe an die Yankees. Und ich weiß, dass Paolo Schulden verschwinden, wenn ich dich erschieße. Nein. Du hast Regeln. Du tötest, aber du bist kein Mörder. Mierda. Du hast mich erwischt. Und was macht das aus dir? Ich töte Guerrieros. Ich töte auch Soldaten. Alles nur geschäftlich. Man kann einfach so tun, als wäre man neutral. Mein Vater war ein Guerriero 67. Nach der Revolution schlüpfte er in eine schicke Militäruniform. 30 Jahre später kommt es zu seiner Überraschung zu einer neuen Revolution mit neuen Guerrieros. Zum Dank kriegt er eine Kugel in den Kopf. Er wurde in seiner schicken Uniform verscharrt. Bist du bereit für deine Uniform, Rojas? Das könnte ich dich auch fragen. Wieso das? Eben warst du noch im Priestergewand. Ich mag dich, Danny Rojas. Machen wir Geschäfte. Okay, machen wir Geschäfte, komm. Scheiß Bambi. Ist okay, wo ist er hin? Diese kriminellen Propagandamusiker sich irgendwo in den Zügen verstecken. Du weißt schon. Okay, Rojas, du musst meinen Schlüssel von meinen Geschäftspartnern abholen. Wo sind die? Im Hotel. Meine Partner heißen Dimitri und Vassili. Sie sind Russen und Zwillinge. Ich mache es dir einfacher und schicke ein Foto. Zu gütig. Angeblich ist Güte die niedrigste Form der Manipulation. Das ist ein einfacher Job, Rojas. Besorg mir meinen Schlüssel und Paolo wird dir dankbar sein. Ich will nicht Paolos Dankbarkeit, sondern seine Schulden begleichen. Das wollen wir alle, Rojas. Vor allem ich. Gut. Ich besorg dir den Schlüssel. Aber dann sind du und Paolo quitt. Verstanden? Ich liebe dich, Rojas. Bis dann. Gut, neuer Standort. Wir haben Fotos bekommen. Yo, das sind die Russenbrüder, oder was? Alter, blöd. Erstmal feiern gehen jetzt, oder was? Dort finde ich die russischen Zwillinge und Bembes Schlüssel. Okay, gehen wir da mal hin. Okay, ist das verlassene Hotel? Ich wollte dich nur wissen lassen, dass eventuell Soldaten vorm Hotel stehen. Really? Eventuell. Hey, ich versuche nur dir zu helfen. Du hilfst den Leuten nicht, Bambi, du benutzt sie. Das nehme ich mal als ein Dankeschön. Geh zum verlassenen Hotel. Oh, es könnten vielleicht Soldaten dort sein, Mami. Jo, oder? Der Johnny kann euch auch nicht retten. Soldados, von wegen einfacher Job. Ich sehe einen Russen. Aber ist es Dimitri oder Vassili? Na, ich sehe auch ein paar Russen da unten, aber müssen erstmal die Jungs hier loswerden. Wahrscheinlich die Lungs, oder? Aus dem Weg. Über mir ist irgendwo noch einer. Vielleicht ein Sniper. Mal gucken. Oh Gott, die ist Giftwolke, Achtung. Hey, unser LMG ist so schwer, ne? Ich kann mich kaum bewegen. Ich fühle mich wie ein Stein, wenn ich diese Waffe benutze. Hier ist irgendwo ein Sniper. Safe Call. Du bist kein Soldat. Ich bin kein Soldat, Blade. Nee.
Bist du Dimitri oder Vasili? Dimitri. Und wer zum Teufel bist du? Bambi schickt mich. Wo ist der Schlüssel? Darum geht es also. Bambi hat uns echt am Arsch. Erst schickt er die Armee und dann schickt er dich. Ich arbeite nicht für Bambi. Ich will nur den Schlüssel. Mein Bruder hat den Schlüssel. Die Soldaten... Mein Bruder hat den Schlüssel. Die Soldaten haben ihn ertränkt wie einen Hund. Aber er hat nicht um sein Leben gewinselt. Vasili ist als echter Mann in diesem Pool gestorben. Gracias. Tut mir leid mit deinem Bruder. Ich hau aus Jahre ab. Das solltest du auch, bevor Bambi dir in den Rücken fällt. Idioter Cousin! Ich hätte nie in dieses gottverlassene Land kommen sollen. Oh, der ist richtig pisst. Okay, dein Bruder ist leider hier gestorben. Alter, wie makaber ist das Game schon wieder. Guck mal, 100 Leichen. Wow. Bambi, du beschissener Hijo de puta. Du hast also meinen Schlüssel. Si, ich habe ihn von deinem toten russischen Freund. Also, Rojas, der Schlüssel öffnet einen Safe im Hotel Villa Rodia. Ich brauche das schwarze Buch, das da drin ist. Was ist denn dem Buch? Für dich? Paolos Freiheit. Okay, Paolos Freiheit. Bambi meint, dass die Russen es als Schmuggelbasis nutzen. Jo, 2 Kilometer entfernt schon wieder. Ja gut, Leute, ich kill dir den Typen noch. Wobei... Nee, eigentlich nicht. Und geh mal direkt zum, zum Hotel Villa Julia. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Das ist wieder das übelste Gebiet. Wir schwimmen gerade in die Base rein. Da hinten ist auch noch so ein Ausrufezeichen. Keine Ahnung, was das jetzt wieder ist. Wegen der Info wahrscheinlich. Oder irgendwas, ein Sammelgegenstand. Oh Gott, das war eine... Das Hotel. Und oh. Eine Überraschung. Die Armee ist hier. Das war eine Mine. Okay, egal. Bambi, ich bin beim Hotel. Die Armee war auch. Ich nehme an, das wusstest du schon. Es sind die kleinen Überraschungen, die das Leben erst lebenswert machen. Erspar mir den Blödsinn. Lass mich raten. Ich soll sie für dich ausschalten, ja? Siehst du, deswegen mag ich dich, Rojas. Leg die Soldaten nicht für mich um. Tu es für Paolo. Okay, dann legen wir die halt alle mal kurz um hier. Huch. Oh, fuck, Sniper. Lade nach! Was ist denn das, ein Tiger? What? Yo, what? Der kann bis da oben klettern? Okay. Ach so, du bist auch noch auf die Schnauze, hä? Dass die auch nicht abhauen, wenn man die anschießt. Wahnsinn. Okay. Ich muss die Soldaten in der Umgebung ausschalten, habe ich gemacht. Finde und öffne deinen Safe. Bambi will... Ach, geh doch weg, ich lese gerade. Ja, das ist ein nerviges Viech, ey. Irgendwo muss ein Safe sein für ihn. Oh, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden, den Schatz. Mein Schatz. Okay, müssen wir noch irgendwie da reinkommen. Ach so, hier ist ein Loch, okay. Okay, okay, let's go. Dann hier hoch wahrscheinlich. Und dann sind wir schon beim Safe. Hier ist er. Wow, oh, ist der Schlüssel sogar noch am Start. Okay, geil. Bambi, ich bin fertig. Ich hab dein Buch. Muy bien, Rojas. Rojas, jetzt weiß ich, warum Clara so fest an dich glaubt. Du bist ein gutes Mädchen für alles. Glaubst du nicht, dass ich mehr drauf hab? Beweis es. Ich muss dir gar nichts beweisen. Sag mir, wo wir uns treffen. Ich bin am anderen Ende der Nordbrücke des Hotels. Okay, dann treffen wir uns jetzt mit ihm und geben dann das Buch an und ich hoffe, dann sind die Schulden auch beglichen. Der ganze Aufwand, nur für so ein Buch, ey. Das muss ja schon was Geiles sein da drin. Keine Ahnung. Ein spezielles Kochrezept vielleicht? Man weiß es nicht. Wir geben das Buch auf jeden Fall mal ab hier. Ah, hier ist er drin versteckt, oder was? Gehört mir. Oh Gott. Moin. Danke, dass du meinen neuen Hafen gesichert hast. Ich dachte, du bist das Buch aus dem Safe. Kann ein Mann nicht beides haben? Natürlich ist das Hotel Villa Rodia das wahre Juwel. Der beste Schmugglerhafen an der Südküste. Du brauchtest nur jemanden, der die Konkurrenz aufschaltet. Die Russen haben hier gutes Geld verdient. Und mit dem Buch und den Namen korrupter Beamter fließt dieses Geld jetzt zu mir. Wir sind hier fertig, aber du hast noch reichlich zu tun, Rojas. Du hast einen Teil von Paolos Schuld beglichen, aber längst nicht alles. Keine Sorge, ich habe noch mehr Arbeit für dich. Wow, really? Ist aber noch mehr zu tun für ihn? Gut, Einsatz abgeschlossen, Schulden begleichen.
Bam. Und nun haben wir noch eins für ihn. Really? Bereit für richtige Arbeit? Oh mein Gott. Triff dich mit Bicho oder wir machen hier weiter. Ich bin beim Zoo. Gut, ich bin oben auf Labadidorda, dieser riesigen Schiffsschaukel. Okay, ich finde dich. Ja, ich habe mir mal die Hauptstory hier angenommen, Leute. Triff dich mit Talia am Castillo National Zoo, um die ein oder anderen Gefangenen zu befreien, weil die anderen Sachen sind quasi nur so Nebendinger, die nicht so wichtig sind. Also diese Quest hier ist eher so auf die Hauptstory bezogen. Die anderen können wir vielleicht offscreen oder vielleicht kurz einblenden. I don't know. Aber wir machen erstmal das hier. Castillo, ich bleib hier und halte Ausschau. Ich muss mich beeilen, sonst gibt es Torte. Genau, wir müssen nämlich hier Leute befreien. Befreie die Gefangenen. Wie kommen wir denn hier rein eigentlich am besten? Gibt es irgendwo eine Lücke? Das wäre natürlich nur ein bisschen lit hier natürlich in der Day... wahrscheinlich. In der Far Cry Standalone meine ich natürlich. Mein Gott, das habe ich fast versprochen. Ah, hier kann man... Nee, kann man nicht rein. Okay, ich war blind, sorry Leute. Hier ist natürlich so ein Aufstieg hier im Container mit dem Holzbrett. Hier! Zeit, diese Leute zu befreien. Na klar, los, Dani. Wir müssen uns beeilen. Kannst du dich da bitte nicht hochschwingen? Kann er nicht, okay. Nimm halt die Leiter. Let's go. Da hinten sind die irgendwo. Hier ist ein Soldat. Das ist krank. Das ist krank. Ich sehe noch gar nichts, was sie da drin machen. Moin. Tschüssi. Da ist immer noch ein Sniper wieder. Dann haben wir da hinten irgendwo noch einen, der ein bisschen rumlungert. Vielleicht der General hier für den ganzen Schuppen? Hä? Hä? Okay, das war's. Gut, wir können die Leute befreien. Hier sind einige Tote natürlich. Es ist so makaber, das Game, ne? Es ist eigentlich wirklich so makaber, das Game. Gut, wir haben hier noch Gefangene. Ja, na klar. Lauft, lauft, lauft. Die Hälfte hier drin ist leider schon tot. Wo soll denn hier noch Gefangene sein? Das Gebiet ist übelst klein. Ach, hier ist noch ein Tor. Komm raus, komm raus, komm raus. Die wollen ja an der Hunde verfüttern. Ist so makaber. Dort ist auch befreit. Mehr geht ja hier gar nicht. Das Gebiet ist echt sehr klein. Hier ist noch ein Schloss. Oh, fuck. Wir kommen aber leider schon zu spät, wie es ausschaut. Hier hinten noch. Okay, von der anderen Seite. Ich glaube, die haben Alarm geläutet, ne? Alarm geschlagen hier, die letzten drei. Verschwindet hier! Okay. Nein, mach ich nicht. Talia, Sie sind in Sicherheit. Gut, aber das reicht noch nicht. Leider muss ich sehen, was Castillo da tut. Warum Sie nicht stillsitzen dürfen? Hier sind überall Sicherheitskameras. Ihre Aufnahmen könnten viele Menschen überzeugen. Scheiße, ja, Dani! Wir senden die Aufnahmen! Okay, Talia braucht es zu Propagandazwecken. Ich suche nach der Steuerzentrale. Okay, wir müssen irgendwas machen. Warte, ich lese gleich. Da oben ist noch ein Sniper, glaube ich. Oder? Hallo? Sniper! Okay. Das ist makaber. Lade das Material der Überwachungskamera runter. Ist noch so ein Ding? Verschlossen. Ja, natürlich. Ist das mal wieder verschlossen hier? Ah, hier hinten ist der, wird angezeigt sogar. Irgendwo muss der sein. Hier. Sicherheitsschlüssel. Nice. Schlüsselkarte, Sicherheit, Gegenstand. Dann rutschen wir da mal ein bisschen hin. Das geht übrigens viel schneller als normales Laufen hier. Ist richtig nice. Huch, aber nicht draufbleiben, sonst geht's länger. So. Wir haben noch ein bisschen Munition und dann können wir hier dann das Zeug hier senden. Komm, let's go. Hacken wir das hier rein und dann machen wir ein bisschen, okay, Propaganda. Die Aufnahmen. Oh Gott, mit Alarm natürlich, ja? Das darf nicht fehlen. Der Download ist noch nicht fertig. Oh mein Gott. Okay. Dann beschützen wir mal hier dieses Gedöns. Alle weggeschlachtet. Easy, kein Problem. Kein Ding. Zeig dich, mein Freund. Liebe Leute, man kann es natürlich auch friendly lösen.
Aber anscheinend auch nicht. Ja. Da hinten. Raketenwerfer ganz schnell ausschalten am besten immer. Weil die machen gerne mal One-Shot bei mir. Denn ich bin nicht gut gegen Explosionen geschützt halt. Okay, weggeschnetzelt. Nicht mal 50%. Es kommt noch ein Heli, nice. Moin! Und tschüss! Connectado! War das nicht wieder zerstört? Nee, lieber nicht, komm. Nice! Fertig. Nein, endlich. Haben wir es geschafft? Talia, hier unten ist alles sauber und ich habe das Filmmaterial. Jetzt verstehe ich, was Clara an dir findet. Das wird Maria nicht vertuschen können. Keine Angst, ich werde Libertad als Quelle erwähnen. Mach einfach dein Ding, Talia. Okay, wir treffen uns an der beschissenen Anton-Statue am Haupttor. Das ist es wert. Muss sehen. Okay. Vertrau mir, Dani. Vertrau mir. Okay, wir treffen uns mal kurz mit Talia und gucken, was sie so vorbereitet hat. Da bin ich. Wer noch? Hallo? Oh. Nice Sequenz jetzt, oder was? Talia, wo zur Hölle bist du? Da! Das ist Antons perfektes Zebra! Das ist ein angemaltes Pferd. Sieh? Aber es macht mich berühmt. Schieß ein Foto! Really? Beeilung! Mach das perfekte Foto! Ja, halt still! Das nochmal und du kannst was erleben. Hey, keine Gewalt gegen Tiere hier. Lol, RIP. Ja gut, das war die Kettenbrechen. Hauptmission fertig. Sehr schön. Ja, das warte, den nehme ich noch mit hier. Geil! Aus diesem Paradies raus wollen. Wenn das Boot ablegt, legt es ab. Triff dich mit Raphael. Seine gefälschten Papiere helfen mir, die Flüchtlinge rauszuschaffen. Okay, das ist Raphael, oder was? Okay, wild. Gehen wir mal hin. Raphael, ich komme. Raphael, ich bin da. Okay, Raphael. Binga. Das Militär hat sich. Okay. Vorsicht, Dani. Ja, komm. Scheiße, tschüss. MB, warum gibt's überall, wo du mich hinschickst, Ärger? Mutmaßungen sind Zeitverschwendung und Zeit ist Geld. Nimm die Sache selbst in die Hand, Rojas. Und zwar schnell. Raphael ist da irgendwo. Natürlich ist Raphael hier. Ist direkt hier gefesselt. Da ist immer noch ein Sniper schon wieder. Ja, komm, wir befreien ihn einfach. Muchas gracias. Los jetzt. Hey, da sind noch mehr Geiseln, die du befreien musst. Ja, ich bin noch dabei. Ich bin noch dabei. Wo ist denn da einer? Ich sehe ihn nicht. Ach, da oben. Okay, cool. Ich muss den Bereich sichern und sie freilassen. Okay, gibt es noch ein bisschen mehr Geiseln, die natürlich hier am Start sind? Die Frage ist natürlich nur, wo sind denn diese Geiseln schon wieder? Ach stimmt, da vorne war ja noch welche. Hinter dem Brunnen hier. 1, 2 und 3. Nice. Gut, rede mit Raphael. Ja gut. Ja, also wenn wir die Quest haben, haben wir die komplette Schuld beglichen für ihn. Ich hoffe, das war's dann auch. Hier drüben. Gracias. Hat Bembe dich geschickt? Si. Bist du Raphael? Ich habe Papiere für dich. Sie liegen im Truck in der Nähe. Bembes Kunden stehen drauf. Beeil dich besser. Und was machst du? Ich gehe zurück in mein Atelier. Ich muss noch mehr Kunst erschaffen. Really? Okay. Bembe, ich habe deine Kunden und deine Papiere von Raphael. Okay, Rojas. Dann bring meine wertvolle Fracht zum Hafen. Ja, okay. Zum Hafen also. Es steht in einer Garage in der Nähe. Der Truck von Bembe. Oh no. Oh no. Lass mich raten. So ein richtiger Monster-LKW?
Was passiert hier? Oh Gott. Okay, ich bin im Truck. Das Boot wartet. Beschädige die Ware nicht. Was, Ware? Ich habe einen Laster voller Menschen hier. Nein, Danny. Das ist ein Laster voller Geld. Und zwar mein Geld. Hä? Man betreibt der Menschenhandel und sowas unterstützen wir? Ist das sein Ernst? Also wenn ich Danny wäre, würde ich jetzt einfach anhalten und darauf scheißen, oder? Aber gut, Leute. Wir leben hier in einer makaberen Welt in der Far Cry Standalone. Da macht man auch schon gerne mal den ein oder anderen Menschenhandel mit. Ganz normal. So, wir sind da. Ich glaube, wir müssen hier rein. Ja, müssen wir. Und dann hier rein. Und dann sind wir da. Nice. Bin mal gespannt, wie das hier endet. Papiere. Einen Moment. Weihnachtsbäume? Wachsen die denn hier? Mexikaner zahlen echt viel dafür. Was denkst du, wie der Präsident Marias neues Gesicht bezahlt hat? Na gut. Weiterfahren. Oh mein Gott, Weihnachtsbäume, denn ernst? BMW ist hoffentlich hier. Ich glaube nicht, dass BMW irgendwie hier ist, ne? Wir sind 1000 Truppen, ey. Es wird so eskalieren gleich. Ich sollte bis ans Ende der Docks fahren. Okay, machen wir mal, Leute. Jetzt kommt hier nochmal eine Zwischensequenz, denke ich, oder? Ja. Ich glaube, wir müssen den aber töten, oder? Sowas unterstützen wir doch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir hier Menschenhandel tolerieren. Du machst wunderbare Arbeit. Sicher werden unsere Freunde das zu schätzen wissen. Ah, Momento, amigos. Hier ist nicht eure Haltestelle. Was zum... die nicht? Geschäftsausgaben. Was soll denn das heißen? Mein Talent ist der Handel, Rojas. Warum überlässt du dir nicht mir und konzentrierst dich auf dich? Lauf zurück und sag Paolo, dass er gehen darf. Vaya con Dios. Okay, also die Schuld ist beglichen, aber... er darf hier weiterhin Menschenhandel betreiben, oder was? Ist irgendwie unlogisch, also irgendwie komisch. Paolo, gute Neuigkeiten. Du bist beim B los. Das waren echt üble Schulden. Gracias, Danny. Aber das bleibt unter uns. Talia hast alles, wofür beim B steht. Ich schulde dir was. Aber Talia und ich werden nach wie vor von dieser Insel fliehen. Alles klar. Gut. Einsatz abgeschlossen. Wertvolle Fracht. Geil. Okay. Das war also die Befreiung von unserem Kollegen. Sehr nice. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich in der Endcard. Liebe Leute, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter mit der Hauptstory. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Und wir kommen echt sehr schnell voran, muss ich sagen, hier. Schön, dass ihr da wart und vielen Dank für eure ganzen, ja, Kommentare und Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Euer Lucien, ciao.